Gold wert, mein Silberstrom. 3. August, Silberstrom Rock am Teich, am Strand Bad Vilsteich in Schneeberg. Erleben Sie ein großartiges Konzert der Extraklasse. Mit Hot Chocolate und Racy. Live in Concert. Und wir vergeben 3x2 Freikarten. Jetzt melden unter redaktion@kabeljournal.de. Neues aus dem Erzgebirge, heute unter anderem damit. Im Galopp Reitprüfungen in Dorf Chemnitz. Im Berg Förderbescheide unter Tage. Und im Freien Knacksclub und Theater. Glück auf die Nachrichten am Donnerstag. In der Nacht zum Mittwoch attackierten in Annaberg zwei noch Unbekannte eine 34-jährige Mitarbeiterin in einer Pflegeeinrichtung und raubten deren Handtasche sowie eine Geldkassette. Die Frau hielt sich im Erdgeschoss der Intensivpflegeeinrichtung im Reischdorfer Weg auf, als plötzlich mit einem Stein die Scheibe einer Terrassentür zerschlagen wurde. Zwei maskierte Männer betraten den Aufenthaltsraum und sprühten der Pflegerin unvermittelt ein Reizgas ins Gesicht. Anschließend schnappten sich die Unbekannten eine kleine Geldkassette sowie die Handtasche der Frau und flüchteten. Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant behandelt werden. Sie beschrieb die Angreifer als etwa 1,80 Meter große Männer. Sie waren dunkel gekleidet und hatten ihre Gesichter maskiert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Reischdorfer Weges gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer hat die Männer bemerkt und kann weitere Angaben zur Fluchtrichtung oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Annaberg unter der Rufnummer 03733 880 entgegen. Keine Führungen, aber ein besonderer Anlass. Tief drinnen im Berg in den Zinnkammern Pöhler wurden jüngst Fördergelder vergeben. Diesmal aber kleine Summen, eben für Kleinprojekte. Wo sonst das Regionalmanagement im Verein Zukunft Westerzgebirge Millionensummen vergibt, war das diesmal mit 200.000 Euro eine überschaubare Größe. Nicht weniger bedeutsam sind jedoch die Vorhaben. Insgesamt wurden 23 Projekte mit Fördermitteln bedacht. Die Bescheidübergabe in den Zinnkammern eine Zeremonie mit Symbolcharakter. Im Bund-Länder-Projekt unter dem Titel Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz ist ein Regionalbudget vorgesehen, das nun genutzt werden kann. 20.000 Euro Eigenmittel steuert der Verein bei. Sachsen sei dabei Vorreiter, sagte Beate Bauer vom Regionalmanagement. Als erstes Bundesland habe er die Mitfinanzierung sichergestellt. Und wo bisher ein großer Bürokratieaufwand dahinter steckte oder wegen Geringfügigkeit erst gar keine Fördermittel bestand, soll es nun ganz einfach gehen. Zukunft Westerzgebirge vergibt die Mittel und rechnet ab. Ein Segen für die Projektpartner. Das Landratsamt bleibt außen vor. Bis zu 80% Förderung stehen nun für Projekte wie eine Werbeaktion der Heimatecke Waschleite, Anschaffungen für das Hammerherrenhaus in Karlsfeld und vieles mehr zur Verfügung. Den Rest muss der Antragsteller selbst tragen. Ohne Eigenmittel geht es nicht. Dennoch helfe es ungemein weiter, hieß es von den Gästen im Berg. Die aber müssen sich nun sputen. Bis Ende Oktober müssen die Vorhaben abgeschlossen sein. Und wieder Hinweise zu gesperrten Straßen. Vom 29. Juli bis 2. August kommt es in Schwarzenberg zu einer Vollsperrung des Fahrzeugverkehrs auf dem St. Georgring zwischen den Hausnummern 5 und 8. Grund hierfür ist die Montage von Balkonen an den Gebäuden im Auftrag der Eigentümerin. Für die Fahrzeugführer, die in den unteren Bereich des St. Georgrings einfahren, wird die Ausfahrt in Richtung des beruflichen Schulzentrums ermöglicht.
Im Zusammenhang mit einer Havarie am Trinkwassernetz ist der Dörflerweg in Annaberg-Buchholz in Höhe der Gärtnerei Kämpfe noch bis 2. August voll gesperrt. Am Wochenende wird die Straße jedoch erstmals wieder für den Verkehr freigegeben, ehe sie am Montag, dem 29. Juli, wieder gesperrt wird. Am 29. Juli beginnen dann auch auf der Buchholzer Straße zwischen Theaterplatz und Einmündung Scheibnerstraße die Arbeiten zur Sanierung der Straßendecke. Bis zum 2. August wird die Buchholzer Straße in diesem Bereich als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Fahrt in Richtung Theaterplatz ist über die Scheibnerstraße möglich. Und ebenfalls vom 29. Juli bis 2. August 2019 muss die untere Badergasse aufgrund von Arbeiten des Abwasserzweckverbandes voll gesperrt werden. Ausverkauft. Wer für das Knacksclub Kinderfest der Erzgebirgssparkasse und die 15 Uhr Vorstellung im Naturtheater Greifensteine nicht vorher Karten bestellt hatte, musste am vergangenen Sonntag wieder umkehren. Einen Riesenansturm hatte es, wohl auch wegen des angenehmen Wetters, gegeben, auch wenn man am Eingang erstmal durch den Matsch musste. Alle Sitzplätze waren schließlich belegt. Das Event für den Sparernachwuchs wurde auch in diesem Jahr wieder in enger Kooperation mit dem Eduard von Winterstein Theater Annaberg durchgeführt. Auf der wohl schönsten Naturbühne Europas wurde das Kinderstück Neues vom Räuber Hotzenplotz gezeigt. Oma, ihr müsst die Decke. Her mit der Flasche. Welche Flasche? Hinter dir. Hä? Wo? Dankeschön. Oh nein, nicht die Flasche. Na. Uje, die ist ja versiegelt. Und da steht was drauf. Flaschenpost. Wichtige Mitteilung an die Polizei. Öffnen durch Nicht-Polizei-Beamte. Strengstens verboten. Boah. Na, was verboten ist, macht mir erst recht Spaß. Da hat's ja reingeregnet. Hier heißt Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Augen zu und die Ohren zu halten. Wie bitte? Augen zu und die Ohren zu halten, sonst mache ich Schaschlik aus euch. Dann lieber Augen zu und Ohren zu. Warum denn nicht gleich so? Im Anschluss war dann das große Knacksclub Kinderfest angesagt. Glücksrad, Ballonmodellierer, Eismobil und viele andere Überraschungen warteten dort auf alle Kinder. Für diesen Tag hatten alle Erwachsenen und Kinder vergünstigte Eintrittskarten vorab in den Filialen der Erzgebirgssparkasse erhalten können. Für die Knacksianer waren sie, wie bereits in den vergangenen Jahren, kostenfrei. Mit dem Po wackeln und Sprung! Am vergangenen Wochenende war Dorf Chemnitz fest in der Hand des Pferdesports. Auf der Reitanlage fand das Reit- und Springturnier des RFV Dorf Chemnitz statt. Das zog wieder einmal zahlreiche Besucher und vor allem die Sportreiter an. Insgesamt hatten sich 310 Reiter mit 760 Pferden angemeldet. In 33 ausgeschriebenen Prüfungen ging es an den Start. Doch vor dem Ritt hat man auch beim Turnier erstmal das Warten gestellt. Warten, dass man endlich zeigen kann, was Ross und Reiter drauf haben. 1300 Startplätze wurden an die Reiterschaft vergeben. Eine Zahl, die einen schon mal umhauen kann. Alle 1300 gingen beim Dorf Chemnitzer Reit- und Springturnier in den sächsischen Amateurmeisterschaften im Dressur- und Springreiten an den Start.
Das Ziel, die Qualifikation zur deutschen Amateurmeisterschaft 2019 oder zum sächsischen Teenie Cup dieses Jahres. Bei 1300 Startplätzen muss man aber rechtzeitig aufstehen. Schon früh am Samstagmorgen startete die erste Wertung zur Kreismeisterschaft in der offenen Klasse L der Dressurreiter. Hier startete vom Dorf Chemnitzer Reit- und Fahrverein auch die 14-jährige Johanna May mit ihrem gleichaltrigen Mastros Ninjo. Voll konzentriert arbeiteten Pferd und Reiter die Ansagen der Jury ab. Am Ende der Dressur und nach der Auswertung durch die Preisrichter erhielt Johanna May 7,3 Punkte und landete mit Mastros Ninjo auf Platz 4. Wir sind hier in Dorf Chemnitz, natürlich unser Heimverein, und das ist natürlich immer besonders toll. Und das ist mein Pony Ninjo, und wir sind gerade die Dressurreiter L geritten und sind Vierter geworden. Und ja, also wir hatten noch einige Patzer drin, aber wir sind trotzdem mega zufrieden. Und ja. Dieses Ergebnis ist für die junge Reiterin Ansporn für mehr. Und worauf achten die Preisrichter beim Dressurreiten am meisten? Also die Richter achten natürlich bei einer Dressurreiter natürlich mehr auf den Reiter und wie der Reiter auf das Pferd einwirkt. Also dass es halt gut sitzt, also der Reiter gut schon alleine drauf sitzt, einen guten Grundsitz hat und all sowas. Und dann natürlich, wie es mit dem Pferd klarkommt und sowas. Also halt einfach gut mit dem Pferd harmoniert und alles. Ich reite jetzt ungefähr schon 11 Jahre. Also mit ihm habe ich dann auch angefangen. Das heißt, er ist mit mein Erstpony und wir haben uns beide hochgesteigert. Also er war ja früher auch ein kleines Problempony sozusagen. Und deswegen bin ich mega zufrieden, dass wir heute hier stehen können und vor allem mit ihm. Und dass wir einfach so erfolgreich schon geworden sind. Und stolz darf man nach so einem Ritt schon sein. Auch wenn es an diesem Wochenende noch nicht ganz gereicht hat für einen Podestplatz. Die Harmonie zwischen Pferd und Reiter stimmt. Und das macht wieder Hoffnung auf mehr. Im Dressurreiten der offenen Klasse ritt Nuri Leppelmeier vom PSV Wermsdorf auf Platz 1. Saskia Beger vom RSZ Großenhain auf Rang 2. Platz 3 belegte Sarah Klage vom RV Börnichen. Und Johanna May vom RFV Dorf Chemnitz, wie gesagt, auf Platz 4. Und auch der Wanderpokal im Bereich Dressurreiten ist 2019 beim gastgebenden Verein in Dorf Chemnitz geblieben. Diesen sicherte sich Gesine Günther vom RFV Dorf Chemnitz. Anders sah es dann bei den Springreitern aus. Hier war das Starterfeld in der Klasse L und M besonders groß. Bei diesen bekamen die Zuschauer Spannendes geboten. Hier ging es nicht nur darum, fehlerfrei die Hürden zu meistern, auch die Zeit spielte eine packende Rolle. Und damit keiner etwas auf dem Reitplatz verpasst, wurde das Springreiten live übertragen. Auch einige tierische Gäste behielten das Geschehen auf dem Reitplatz fest im Auge. Das Springreiten in der Klasse L konnte am Ende Sarah Träger vom PSV Leisnig für sich entscheiden. Platz 2 belegte Florian Philipp vom PSV Leisnig. Und ebenfalls vom PSV Leisnig holte sich Hannes Wüstner den 3. Platz. Zum ersten Mal fand bei dieser Veranstaltung auch ein großer Bauernmarkt statt. Hier konnten die Besucher regional erzeugte Produkte ausprobieren und natürlich auch kaufen. Und auch der Rassegeflügelzuchtverein Dorf Chemnitz stellte einige Tiere aus, um für sein Hobby im Verein zu werben. Mit rund 5000 Zuschauern war das Reitturnier in Dorf Chemnitz recht gut besucht. Mittlerweile ist es auch das größte im Westerzgebirge. Die Freude im Erzgebirge ist groß über die Ernennung der Montanregion Erzgebirge Kroschnohori zum Welterbe. So groß, dass in den ersten Minuten nach der spannenden Entscheidung in Baku 14.40 Uhr Ortszeit Erzgebirge bereits an ersten Objekten der insgesamt 22 Bestandteile die neuen Flaggen Hurra, wir sind Welterbe wehten. Einer, der gerade unter Tage im Markus-Röhling-Stollen im Annaberg-Buchholzer Ortsteil Frohnau war, als in Baku der Hammer zur Entscheidung fiel, ist Marc Schwan.
Von Anfang an begleitete der Vereinsvorsitzende des Altbergbau Markus Röhling Stollen Frohnau e.V. den Weg der Region zum Welterbe. Nun brachte er mit seinem Team das letzte Banner am Gebäude an, das nun stolz verkündet: Hurra, wir sind Welterbe. Die Minuten der Entscheidung wird er wohl nie vergessen. Er war mitten im Wochenenddienst und verfolgte immer wieder den Livestream. 14.04 Uhr fuhr er mit einer Gruppe ins Bergwerk ein. Am untertägigen Bahnhof traf er dann seinen Kollegen Igor mit der nächsten Gruppe und der rief: Ja, wir sind Welterbe. Ein Gänsehautmoment sei es gewesen. Ein Moment, der so in die Geschichte eingeht. Auch für seine Gästegruppe. Deutsche und Österreicher waren das. Sie fuhren mit ihm ins Bergwerk ein und aus dem Welterbe aus. Das werden sie wohl nie vergessen. Ähnlich könnte es auch in Schneeberg gewesen sein. Die Montanlandschaft Schneeberg gehört nun auch zum Weltkulturerbe unserer Wochenserie. Die Montanregion Erzgebirge Kuschnehori ist Weltkulturerbe. Im Juli dieses Jahres wurde es in die Liste der Welterbestätten eingetragen. Mit dabei die Montanlandschaft Schneeberg. Bereits seit dem 15. Jahrhundert wurde in der Schneeberger Montanlandschaft Bergbau betrieben. Davon zeugen noch heute Haldenzüge, die den untertägigen Erzgängen folgen. Viele der aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammenden Aufbereitungsanlagen und bergmännischen Tages- und Hüttengebäude sind weitgehend erhalten geblieben. Sie vermitteln einen Eindruck vom Bergbau auf Silber- und Kobalterze, dem Rohstoff für die Produktion von blauen Farben. Um die vielen Wasserkraftmaschinen der Gruben betreiben zu können, wurde der sogenannte Filzteich angelegt. Heute ist er der älteste und größte Kunstteich des Erzgebirges. Die südlichste große Grube des Schneeberger Reviers und eine der bedeutendsten Kobaltgruben des sächsischen Erzbergbaus war im 19. Jahrhundert die Fundgrube Wolfgang Maaßen. Von der Grubenanlage sind das 1816 bis 1818 erbaute Pochwerkhaus mit untertägiger Pochradstube, das in Fachwerkbauweise errichtete Huthaus, das Steigerwohnhaus und die Bergschmiede aus der Mitte des 19. Jahrhunderts erhalten. Neben der großen Tafelhalde des Hauptschachtes sind zahlreiche kleinere Halden vorhanden, die sich in das 16. Jahrhundert datieren lassen. Der erste urkundliche Nachweis über Bergbauaktivitäten im Areal des heutigen Besucherbergwerks St. Anna am Freudenstein bei Zschorlau datiert auf das Jahr 1492. Es handelte sich um ein relativ kleines Bergbaugebiet, das vor allem durch den Silbererzbergbau des 16. Jahrhunderts geprägt ist. Im nördlichen Bereich der Bergbaulandschaft befindet sich der zugängliche Troster Tagestollen. Der Filzteich wurde zwischen 1483 und 1485 auf altem Zinnseifengelände zur Versorgung des Schneeberger Bergbaus mit Aufschlagwasser angelegt. Nach einem Teichdammbruch im Jahr 1783 wurde der Teich als größter Wasserspeicher des Schneeberger Bergbaugebietes wieder erbaut. Im großen Waldgebiet westlich des Filzteiches befinden sich die ausgedehnten Zuführungs- und Wassererschließungsgräben. Seit 1933 wird der Filzteich als Naturstrandbad genutzt. Vom 16. bis 19. Jahrhundert war das Schneeberger Revier weltweit größter und bedeutendster Fundort für Kobalterze. Von den zahlreichen Aufbereitungsanlagen hat sich das Siebenschlehener Pochwerk erhalten. Es gehörte zu der Ende des 15. Jahrhunderts erstmalig erwähnten Fundgrube Siebenschlehen. In den Jahren 1752 und 53 wurde die Anlage in ihrer noch heute bestehenden Form errichtet. Das Pochwerk wird heute museal genutzt. Weitere Informationen und Impressionen zu den Welterbestätten Montanregion Erzgebirge Kuschnehori auf www.montanregion-erzgebirge.de.
Und hier noch der Blick in den Veranstaltungskalender. Vom 26. bis zum 28. Juli ist historisches Handwerk in Annaberg-Buchholz ganz handgreiflich erlebbar. An der oberen Badergasse vis-à-vis der berühmten St. Annenkirche öffnen die 11. Annaberger Steinmetztage. In diesem Jahr ist das Fest eine besondere Referenz an das 500. Weihejubiläum der Annenkirche, an deren Bau Steinmetze, insbesondere die Annaberger Bauhütte, maßgeblich beteiligt waren. Wie vor Jahrhunderten zeigen dabei zahlreiche Steinmetzgesellen die Kunst der Steinbearbeitung. Live-Musik, Handwerkspräsentationen sowie andere kulturelle Angebote schaffen dafür den passenden Rahmen. Kinder können sich selbst als kleine Steinmetze betätigen und schöne Dinge gestalten. Besichtigt werden kann auch das Gebäude Obere Badegasse 2. Es ist das Geburtshaus von Emil Hein, dem Begründer der systematischen Metallforschung in Deutschland. Offiziell werden die Steinmetztage am 27. Juli 10 Uhr an der offenen Lade der Steinmetzinnung eröffnet. Geöffnet haben die Annaberger Steinmetztage aber bereits am 26. Juli von 18 bis 22 Uhr, am 27. dann von 10 bis 22 sowie am 28. Juli von 10 bis 16 Uhr. Und zum guten Schluss können die Annaberg-Buchholzer Wahlscheine und Briefwahlunterlagen auch online beantragen. Der Link annabergbuchholz.de/briefwahl führt direkt zum Wahlscheinantrag für die Landtagswahl. Nach dem Absenden erhält der Wahlberechtigte eine E-Mail, die ihm den Eingang des Wahlscheinantrages bestätigt. Diese Daten können als PDF-Dokument ausgedruckt oder gespeichert werden. Außerdem kann ein Wahlscheinantrag über mobile Geräte gestellt werden. Mit einem internetfähigen Mobiltelefon und entsprechender App kann der QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung eingelesen werden. Dieser führt direkt zum Wahlscheinantrag. Die Wahlbenachrichtigungen werden Anfang August verschickt. Das war's aber jetzt von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr auf erztv.de und auf unserer Facebook-Seite. Neues gibt es dann auch morgen wieder hier im Programm. Bis dahin, Glück auf!